und herzlich willkommen, ich bin Ipanix und ich begrüße euch zu The Division. Ja, letztes Mal so eine lange Folge geworden, dass ich die in zwei teilen musste. Und jetzt gehen wir zu einem Safe House. Die habe ich gar nicht angenommen, aber ich schätze mal, das wird so Teil der Storyline sein, dass man da jetzt hingehen soll. Ja, heute mal ausnahmsweise rauche ich hier mal eine, da ich so viel am Aufnehmen bin. Aber gleich erstmal schön die Fenster hier weit aufreißen, damit man überhaupt hier pennen kann. Weil ich mag das nicht, wenn das total verraucht ist, wenn man in einem Raum geraucht hat, wo man schläft. Hasse ich wie die Pest eigentlich. Aber jedes Mal alles hier abzubauen, hier die ganzen Lichter und alles mögliche, nur damit ich mal eben kurz auf den Balkon gehen kann oder sowas, oder damit ich hier aus der Tür rauskomme, weil es steht auch alles vor der Tür. Das ist ein wenig viel Aufwand. Und ab und zu brauche ich zwischendurch eine. Was ist denn hier? Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Warum treffe ich den da nicht? Was ein Arsch! Ja, ich denke, dass ich mir doch wieder ein Schnellfeuergewehr holen werde. Was haben wir jetzt hier bekommen? Umgebaute SMG. Ah, meine ist stärker. Ich hatte gedacht, dass ich damit klarkomme, aber mir fehlt doch ein wenig die Feuerkraft. Okay. Ich hatte gedacht, man könnte die vielleicht noch als Automatik einstellen oder sowas, weil ich meine, die SCAR ist noch in anderen Spielen auch eine vollwertige Automatikwaffe. Sie müssen nah dran sein, Agent. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Okidoki. Spielersuche, Lager. Alles auffüllen. Waffenhändler. AK-47. Oh, die haben hier gute. Die RPK 74 finde ich auch sehr nice. Aber noch ein wenig zu teuer. So, mal kurz hier ein Update machen. So.
Jetzt können wir aber schon wieder hier raus und werden direkt mal draußen gucken, wo es weitergeht. Verlassen des sicheren Bereichs. Okay. Was haben wir denn hier in der Nähe? Ein Kampf. Gehen wir da hin. 116 Meter ist doch Killefitz. Na, hier ist nichts. Ich hatte erst gedacht, hier wäre vielleicht noch was drinne, aber ist nicht. Leider. Da haben wir schon wieder Agentenspur entdeckt. Zeigt in diese Richtung. Der gehen wir mal nach. Führt uns wahrscheinlich direkt zu einer Leiche. Sieht so aus, als ob der da reingegangen ist. Vermisster Agent gefunden? Hier ist doch keiner. Keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe mal, man wird es noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Feindpräsenz entdeckt. Okidoki. Wo ist er denn? Der soll da mal rauskommen. Ja, geh doch mal in Deckung, du Vogel. Kopfschuss. Von wo? Da, fuck. So, zeig mal deine Rübe. Komisch, dass hier immer alle Alex heißt. Bereich sicher. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken, ob wir da jetzt einen Schlüssel finden.
Oh, Elektronikteile gibt's ja auch. Da. Das ist so gut. Das ist sehr geil. Können wir immer gut gebrauchen. Erst. Ja, entspann dich. Erst Elektronikteile, dann seid ihr dran. Zivilisten sind jetzt sicher. Ich bräuchte ein Dietrich-Set. Wo komme ich da auch rein? Das ist scheiße, ey. Aber ich habe auch noch nirgendwo gesehen, wo ich die kaufen kann. So, komm, haben wir hier noch was? Da ist nix. Da ist ein Kampf. Komm, 200 Meter. Das haben wir schnell. Und den Kampf schieben wir direkt hinterher. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge schon wieder um. Ich würde sagen, die Storyline. Dass wir die Operationsbasis noch ein bisschen weiter ausbauen. Und da ein wenig noch weiter vorankommen. Zack. Große Fresse riskiert, einen auf dicken Macker gemacht, tot. So, 100 Meter noch. Schätze, hier war schon wer. Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Mist, die Schlacht. So. Werkzeuge hier? Ach komm, hier sind doch sonst auch immer Werkzeuge. Das ist ja doof. Das ist ja ganz doof. Mann, ich habe gedacht, hier kriege ich Werkzeuge. Aber hier in der Ecke ist ein Telefon. Und jetzt haben wir Cindy am Telefon, live aus New York City. Cindy, was können Sie uns über die aktuelle Lage berichten? Ja, Steven, hier im Lincoln-Tunnel herrscht Chaos. Die Leute versuchen verzweifelt, erst durch den Kontrollpunkt zu kommen, bevor er schließt. Es gibt noch keine offizielle Verlautbarung, wie... Alarm! Empfange JTF-Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte kommt! Signalverfolgung! Okay, das war's jetzt schon. Ups, aua. Augengriff, das ist schön, das ist schön. Hier liegt noch was. Oh, M44 Karabiner Klassik, aber mega schwach. Boah, der ist ja richtig schwach, das Ding. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Ohne sie wären wir jetzt tot. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Von wo? Ich
Na komm, komm. Rüber hoch, rüber hoch. Kopfschuss. Achtung, das sind die Cleaners. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Angus im Anmarsch. Kämpft taktisch, dann schlagen wir sie. Was zum... Ich sehe nur einen. Okay, das war's dann schon. Super. Sehr, sehr geil. Korrekte Sache. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.